Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Enslaved, mit more Info. Wir haben da auf der Brücke so einiges übersehen. Wir müssen noch die Konterattacke ausprobieren und diesen Mech mit dem Fehler haben wir auch noch nicht, ja? Geslasht, so wie es sich gehört. Oh, Scheiße! Oh oh. Darum machen wir das jetzt gerade mal. Und schauen, was passiert. Aha. Aha. Ach so. Leute, den können wir als Schild benutzen und dann wegwerfen, oder? Ja? Kommt ja gut. So, und jetzt machen wir noch den Konter. Probieren wir das einmal aus. Den Elektrofuzzi schalten wir gleich einmal aus, so. Und dann bleibt uns noch einer. Was ist denn mit... Aha. Das müssen wir gleichzeitig machen. Also, das heißt Schild drücken und eine Attacke abwehren und gleichzeitig B drücken. Okay, das war der erste Streich für dieses Video. Wir sehen uns gleich wieder, weil da gibt es ja noch so einiges. Bis gleich. Ja, und da sind wir schon beim ersten Geschützturm und auf der rechten Seite da drüben sind drei Hackmacks, also mit den Hackebeilhänden, und da ist einer. Das heißt, wir werden zuerst Trippy beauftragen, dass sie uns hilft, uns vorbeischleichen hier. Es wird schwächer! Vorsicht! So, wir sind geschlichen. Die sind nicht aktiviert. Wir warten, bis Trippy aufladen kann und... Okay! Voll geladen! Trip, leg ihn ab! Springen weiter und springen, was das Zeug hält. Ja, der Schnellste ist ja gerade nicht. So. Jetzt gleich ein wenig warten. Die schlafen noch immer ruhig. Und schon geht's weiter. Leg ihn ab! Jetzt haben wir mal auf die Frau gehört. Und jetzt ist die Frage, womit wir beginnen. 1, 2, 3. Wir machen gleich den ersten. So, das muss es doch wohl gewesen sein. Ja. Seht ihr? Super, Rocky. Hau dir ab. Und jetzt eine blöde Frage. Gibt es Friendly Fire? Nur so nebenbei, Leute, das gibt es nicht. Gut. Das war der zweite Streich. Und jetzt kommen wir zu den Fahrkünsten von Trippy. Wir sehen uns gleich wieder. So, hier sind wir, Leute, bei den Geschütztürmen. Da gibt es drei auf der rechten Seite und einen auf der linken. Und Trippy beweist uns, dass sie gut mit Kraftfahrzeugen umgehen kann. Die erste Frage ist, können wir einen Geschützturm ausschalten? Ja, das können wir. Nein, das können wir nicht. Und wenn, dann nur für kurze Zeit. Die zweite Frage war ja, wie können wir da drüben auch noch einen Geschützturm für uns verwenden? Dann werden wir das kurz mal probieren. Da kommen wir gar nicht ganz rüber. Es wird schwächer.
Vorsicht! Ja. Und dann sehen wir uns gleich da vorne bei der Slasherei, wenn wir neben den Wagen hier laufen. Okay. Lass mich mal versuchen zu... Oh Mist! Wir sind hier bei der Fahrschulprüfung. Okay. Und versuchen den richtigen Weg zu finden, wo wir am wenigsten Schaden nehmen. Ja. Das Antriebssystem funktioniert noch. Die Frage war auch, ob Cloud hier funktioniert. Nein. Und die automatische Kamerasteuerung lässt auch nicht zu, dass wir hier etwas anderes machen. So, wenn wir uns im Schatten halten, geht das hier recht fein. Schild aufladen. Ja, und schon sind wir durch. Seht ihr? So, und zu guter Letzt noch ein paar Tipps, wie wir mit Odi verfahren können, damit es easier wird. Gut, dass du uns gescannt hast. Ich muss hier bekämpfen. Nach Durchsicht meines Videos haben wir da ja so einiges. Okay, ich habe Zugriff auf seinen Bauplan. Lähm ihn und geh näher ran. So, der beschäftigt sich da unten jetzt mit Chippy Tucker. Und derweil können wir ihn ja gemütlich von hier lähmen, runterspringen. Wenig verklopft. Dann machen wir wieder die Fliege. Er verfolgt uns. Und dann schauen wir, dass wir hier raufkommen. Der verfolgt uns nicht, oder? Nö. Und ist wieder mit Chippy Tucker beschäftigt. Und das gleiche noch einmal. Der Hund greift mich an, Hilfe! Ihr schreit doch nicht so blöd. Und das machen wir gleich noch einmal. Oder lassen wir ihn wieder laufen? Ja. Fahren wir da runter, bis in der Nähe ist. Er ist jetzt hier. Und dann läuft er zurück. Dann können wir runter, dann dreht er sich um. Und ja, das war jetzt nicht gerade klug, aber während er zurückläuft, können wir ihn wieder aufs Korn nehmen. Da kommt er nicht rauf. Seht ihr? Und ein paar Schläge. Und jetzt probieren wir das auf der anderen Seite auch noch einmal. Da kommt er jetzt. Wir gehen rauf da. Dann verschwindet er nochmal. Und wenn wir am Boden sind, kommt er wieder auf uns zu. Normalerweise von dieser Seite. Also es ist gar nicht mal so schwer. Der Hund greift mich an, Hilfe! Seht ihr? Wir probieren noch einmal was aus. Damit ihr seht, was ich meine da vorne noch. Wo ist er? Er kommt hier auf uns zu. Und verschwindet wieder. Jetzt gehen wir runter. Und können gemütlich auf ihn zielen. Seht ihr?
Ja. Also ist eigentlich nicht so schwer, wenn man weiß, worauf es ankommt, ja? So, und jetzt schauen wir, ob Chippy von ihm vergenusswurzelt wird. Schon wieder ein Bug. Das gibt es doch nicht. Okay, Leute, das war der Tipp des Tages. Einfach so. Ich spiele mich noch ein bisschen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Euer Toso. Ciao. Ah, da kommt er ja schon. Wir können jetzt zuschauen, ob er Trippy fertig macht. Nö. Der Hund greift mich an! Hilfe! Da passiert nichts, gell? Oder? Also, ich erzähle euch das nächste Mal. Okay? Das war's für heute. Euer Toso. Ciao.